بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, als die muslimischen Länder kolonisiert worden sind, haben die Besetzer oder die Besatzer vielmehr sofort damit angefangen, Schulen zu bauen oder Schulen zu gründen, wodurch sie die Gedanken der Menschen vergiftet haben. Es wurden beispielsweise christliche Schulen gebaut, wo missioniert wurde, wo muslimische Kinder zum christlichen Glauben gebracht worden sind. Und die gibt es überall in diesen afrikanischen Ländern. Ja, und wir wissen ganz genau, wie wichtig die Bildung ist. Die Bildung ist das A und O. Ja, wir können nur aufstehen durch Bildung, denn die Sahaba sind auch durch Bildung aufgestanden. Iqra. Eine der ersten Schritte, die der Prophet ﷺ gemacht hat, war, dass er die Analphabetenrate gesenkt hat, indem er die Menschen dazu motiviert hat, lesen und schreiben zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen ein Gegengewicht bilden. Und der Bruder, Alhamdulillah, der Bruder Abdurrahman, die haben, Alhamdulillah, Schulen gegründet. In verschiedenen, in einem afrikanischen Land bisher, in Niger. In Niger. Und es ist ganz wichtig, liebe Geschwister, wir wollen diese Sache fördern, damit sie eine islamische und gleichzeitig eine weltliche Bildung bekommen und das Land aufbauen können. Weil diese Länder sind wichtig für uns. Und deswegen wollte ich dem Bruder einfach mal, am besten stellst du das Projekt mal vor. Ja, wie ich schon erwähnt habe vorhin, das Projekt, ein Schulspeisungsprojekt. Wir haben damit überhaupt angefangen, weil wir haben ja erstmal die Schulen gehabt. Und das Problem war, dass dort Nomaden, die Leute sind, das heißt, die gehen mit der Herde. Das heißt, je nachdem, wo Regen ist, ziehen die mit und die Kinder können dann an einem Ort nicht bleiben. Und wie das Wort Nomaden sagt, ist halt, die ziehen halt von einem Ort zu einem Ort. Um dieses Problem zu lösen, haben wir dieses Schulspeisungsprogramm ins Leben gerufen, damit die Kinder und die Älteren in dem Ort bleiben, wo sie am meisten ansässig sind und dort die Kinder zur Schule gehen können. Und damit die Kinder die Möglichkeit haben, langfristig über das ganze Jahr Bildung zu bekommen. Also die Schule, morgens bekommen die täglichen Bildung oder diesen, was man braucht, um Leben voranzukommen. Und nachmittags kriegen die Islamunterricht. Und diese Schulen sind sehr, sehr wichtig. Und wie der Bruder schon erwähnt hat, wirklich, also nicht in Niger, es gibt viele Länder in Afrika, in Malawi und viele Länder in Afrika, wo wirklich viele, viele Missionare dort Schulen aufgebaut haben und auch beziehungsweise auch Brunnen gemacht haben, um die Leute durch dieses Projekt, was sie gemacht haben, von Religion aufzubringen. Und wir Muslime sind die Verantwortung, da wieder ein Gegengewicht zu zeigen und auch zu sagen, okay, wir Muslime sind auch da. Weil die, damals, als Beispiel, als ich in Somalia war, die Leute haben sich gefreut, dass sie gesehen haben, dass ich habe Spenden aus Deutschland mitgebracht. Dass sie gesehen haben, unsere Geschwister in Deutschland denken an uns. Und da müssen wir auch sagen, unsere Geschwister in Afrika und in Syrien, dass die Geschwister die nicht vergessen haben. Und diese Bildung ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil Essen ist wichtig, aber diese Bildung ist nachhaltig. Und nachhaltige Entwicklung ist wichtiger als diese Nothilfe. Ist auch natürlich gut, aber ich meine, Nothilfe ist nur für kurz. Essen, das war's. Aber diese Bildung, diese Kinder werden, die zur Schule gehen, werden morgen in der Lage sein, ihre Gemeinde zu helfen. Und wir müssen auch diese Möglichkeit wirklich ernst nehmen, dass weil wirklich das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und da kannst du, da haben die Möglichkeit, die Kinder auch wirklich in Zukunft ihre Kinder zu helfen. Und wir haben, was ich auch vorhin vergessen habe, wir haben ein Waisenprojekt auch in Syrien und wir werden auch inshallah eine Waisenschule in Somalien auch nächstes Jahr anfangen, inshallah. Und wirklich diese Bildungsprojekte sind sehr wichtig, genau wie die Brunnenprojekte, weil Bildung ist Macht und Wissen. Und Wissen ist die Macht, um überhaupt voranzukommen. Und diese Möglichkeit müssen wir auch unseren Geschwistern in islamischen Ländern geben und auch damit ein Gegengewicht zu den anderen zu sein. Ja, damit sie auch eine Alternative haben. Und der Sheikh Bilal Phillips, von dem ich ja, Masha Alhamdulillah, einiges gelernt habe, er konzentriert sich sehr stark auf diese Themen. Ja, da die, er nennt das die Islamisierung des Bildungssystems. Weil er redet, und das muss man wissen, in, zum Beispiel in Ägypten, in vielen Ländern, die Fremdherrscher, die Besatzer haben ausländische Schulen gebaut, die billig waren, um dadurch der Bevölkerung eine Gehirnwäsche zu geben und diesen Leuten, die Gehirnwäsche haben, zu helfen, danach eine Position in dem Land zu bekommen und dadurch das Land vom Islam wegzubewegen.
Das muss man wissen. Ja? Das heißt nochmal neu, die Besatzer bauen Schulen, wo die Kinder eine Gehirnwäsche bekommen. Und diese Kinder, die die Gehirnwäsche bekommen haben, aber eine gute schulische Bildung, sind später die, die eine Position in dem Land haben. Und diese Position aber zu benutzen, die Gesellschaft vom Islam bzw. das Land vom Islam wegzubewegen. Und das ist das, was man in vielen islamischen Ländern gesehen hat. Deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, dass wir versuchen, hier anzupacken, wach werden, Schulen fördern, Schulen gründen, die qualitativ hochwertig sind, wo wirklich gute Bildung angewendet wird, wo aber auch gleichzeitig die islamischen Normen und Werte verbreitet, gefördert werden. Das ist so wichtig. Und Alhamdulillah, der Sheikh Wahid Abdussalam Bali aus Kafr Sheikh in Ägypten, die waren auch in Malawi gewesen, wie du auch gesagt hast, und hat auch über Brunnenprojekte geredet. Und hat er erzählt, da kam ein ganzes christliches Dorf, die haben den Islam angenommen bei ihnen. Aus welchem Grund? Weil sie zu ihnen gekommen sind, sie wollten von ihrem Brunnen trinken. Und haben sie gefragt, dürfen wir von eurem Brunnen trinken, weil sie halt Christen waren. Und haben sie gesagt, ja, das ist doch klar, dass ihr auch von unserem Brunnen trinken dürft. Das ist kein Problem, ob Muslime oder Christen. Da waren diese Christen, das hat sie so geschockt, weil bei den Christen durften nur die von dem Brunnen trinken, die vorher Christen werden. Also ich weiß, will jetzt nicht sagen, bei allen Christen oder so, ich weiß, das kann ich natürlich nicht bezeugen. Und das hat sie so beeindruckt. Deswegen, diese Projekte sind ganz, ganz wichtig, weil der afrikanische Kontinent ist in der Zukunft ein ganz wichtiger Kontinent für uns. Es wird eine Wasserkrise geben, wir müssen den Geschwistern helfen, das heißt mit Brunnenprojekten, Schulprojekten etc. Ja, und deswegen motiviere ich auch alle Brüder dazu und alle Schwestern, dort zu investieren. Und ich motiviere mich selber natürlich auch dazu. Und der Sheikh Wahid Abdussalam Bali beispielsweise, der hat mich auch gefragt, der wollte, dass ich mitreise beim nächsten Mal nach Malawi, um da auch mit Dawa zu machen halt, um mit den Menschen zu reden. Ja, und das sollte vielleicht in Zukunft auch etwas sein, wenn es hier Brüder und Schwestern gibt, die beispielsweise eine Ausbildung haben als Lehrer und die keinen Job finden. Ja, oder die haben etwas gelernt, was sie dort anbieten können, was sie weitergeben können. Sei es Maschinenbau, sei es etwas mit Computertechnik. Ja, dass sie zum Beispiel eine kurze Zeit dorthin gehen, zum Beispiel nach Niger oder nach Malawi oder zu irgendwelchen Ländern und den Menschen das beibringen, damit die Menschen weiter nach vorne kommen. Ist ganz wichtig, die Entwicklung ist das A und O. Das erste Wort in der Scharia ist, lies. Das deutet darauf hin, dass die Bildung, und das Bildungssystem in einem Scharia-System eine, wenn nicht sogar die wichtigste Institution überhaupt ist. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Sonst noch was dazu zu fügen? Alhamdulillah. Alles klar. Assalamu alaikum.